Yo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mal mit einem super wichtigen Thema. Wir sind die ganze Zeit seit Monaten gespannt darauf. Alle warten eigentlich nur noch drauf, dass sie es endlich mal machen können. Es geht um die Impfung. Wobei, gar nicht so viele sind es. Es gibt auch ganz viele, die warten eigentlich nicht drauf. Oder die warten sogar noch damit, sich zu entscheiden. Aber warum ist das eigentlich so? Warum warten die Leute so lange mit Entscheidungen? Warum ist das eigentlich so ein Ding? Und warum ist das gerade bei den Impfungen eigentlich so ein wahnsinnig wichtiges Thema? Habt ihr euch auch schon mal gefragt? Weil ich für meinen Teil, ich kann einfach nur sagen, ich habe damals, als es dann im Dezember zum Beispiel losging mit den Impfungen, habe ich mich entschieden, habe ich mir überlegt, stell dir mal vor, du sitzt in 3-4 Monaten da und dann hättest du keine Impfung. Was passiert dann mit dir? Ne? Genau, das wäre dann der April gewesen, da passiert gar nichts mit mir. Stell dir mal vor, du bist in einem Jahr irgendwie dran, möchtest irgendwo hinreisen. Das ist ja irgendwie bei mir doch ein sehr aktuelles Thema. Ich wollte eigentlich ja schon vor 1,5 Jahren losreisen und habe das noch nicht so richtig gemacht, beziehungsweise habe mich da mehr auf eben regionale Orte konzentriert. Aber ich habe mich eben einmal reingedacht, was wäre denn, wenn ich in einem Jahr eben irgendwo hinfahren möchte? Und dann würde ich theoretisch zum Beispiel wirklich mal wieder fliegen müssen oder ich mache das mit einem Dampfer oder ich mache irgendwie, ich muss irgendwo übernachten und irgendwo halt unterkommen und das geht alles nur noch mit Impfung. Würde ich mich also gerne dem aussetzen, dass ich dann Probleme habe, weil ich die Impfung nicht habe, oder würde ich die Impfung einfach in Kauf nehmen, weil ich danach eben diese Freiheit genießen möchte. So. Und damit war irgendwie die Diskussion schon zu Ende. Das habe ich auch so in etwa auf Facebook geschrieben. Ich verstehe auch, wenn jeder, der irgendwie da keine Lust drauf hat, das nicht macht. Ich kann es verstehen, aber ich verstehe eben auch, dass wir eben 70-80% wahrscheinlich brauchen, die mitmachen. Und das geht eben nur mit sehr vielen. Ne? Eben mit 70-80%. Was ich aber ganz, ganz oft beobachte, ist, dass Menschen halt so Dinge nicht entscheiden wollen. Ne? Menschen sagen, sie wollen entscheiden, tun es aber nicht. Ne? Also ich bin aktiv, wie ich es euch gerade gesagt habe, in diesen Prozess gegangen, habe mir dann überlegt, so, wo stehe ich, wenn ich das nicht mache? Dann habe ich Bock auf dieses Ding. Und ausgehend davon, ob ich darauf Lust hätte, muss ich mich dann entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht? Nämlich den Stress in Kauf, dass ich danach die ganze Zeit irgendwie mich danach richten muss, wie ich irgendwie danach lebe, ist mir das wert? Oder nehme ich die Impfung in Kauf? Nehme ich lieber sozusagen diesen ganz kleinen Prozentsatz an Risiko in Kauf? Oder lieber den ganzen Stress, der viel mehr Probleme bereitet. Ich habe da mal auch ganz interessant ein Buch gelesen. Da ging es um auch Entscheidungshilfen. Und da ging es auch um Ängste überwinden. Und auch, wenn man fliegt, dann muss man sich ja auch quasi entscheiden, ob man jetzt fliegt und ob einem das jetzt wert ist, das Risiko einzugehen, zu sterben. Ja? Und dann muss man sich eben entscheiden, man nimmt jetzt das in Kauf und probiert es aus und fertig. Man kann nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, ob man jetzt stirbt, weil sonst geht das Leben nicht mehr weit. Also ist wichtig, nicht nur darüber zu reden, dass man sich entscheidet, es nicht zu tun, sondern wirklich mal zu Ende denken. Denk doch mal ganz kurz zu Ende. Wo stehe ich, wenn ich es nicht mache? Und dann kommt aber noch ein ganz wichtiger anderer Effekt dazu, glaube ich. Und zwar, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie wir alle arbeiten, glaube ich. Also es ist wirklich, meine Vermutung ist, viele Menschen haben da jetzt nicht so viel Vertrauen in diese ganzen Sachen. Ne? In Impfungen, in die Herstellung von Impfungen, in die Zulassung von Impfungen, in Politik an und für sich auch in insgesamt für gar nichts irgendwie ist Vertrauen. Und gehen aber auch davon aus, zu wissen, wie das ist. Und jetzt zwei Sachen. Lesen rein gar nichts über das, was es da gibt. Keine Studien selbst, keine Paper, die eben rauskommen, die eben schon ohne Zulassung, ohne Review kommen. Sich also nicht in diesen Journals ein, von denen der Herr Drosten die ganze Zeit berichtet, sondern konzentrieren sich einfach nur
auf Medienberichte. Entweder es gibt Leute, die konzentrieren sich dann die ganze Zeit auf irgendwie Medien, die irgendwas berichten, die aber nicht verifiziert sind, die überhaupt gar keine Journalisten sind und auch Menschen, die einfach irgendwelche Webseiten haben, auf denen sie Fake News verbreiten. Und das Problem ist natürlich, wir sind nicht mehr so in der Lage oder beziehungsweise wir waren noch nie in der Lage herauszufinden, wann ist irgendwas richtig, was ich online sehe und wann nicht. Wann ist irgendwas einfach nur Schwachsinn und einfach nur Website mit Fake News? Wann ist da einfach nur ein Troll auf irgendeinem YouTube-Kanal, der einfach nur Blödsinn verbreitet? Ja, haben wir nie gelernt. Nehmen wir uns auch in die Zeit, weil wir es halt irgendwie sozusagen, das bleibt einfach so. Und dann kommt aber noch eine ganz, ganz wichtige Sache und ich glaube, die müssen wir uns einfach da mal selbst eingestehen. Viele Menschen können oft eigentlich nur davon ausgehen, dass irgendwas schief gehen wird, wenn wir selbst die Erfahrung gemacht haben oder wenn wir selbst zum Beispiel in unserer Arbeit nicht so konsequent arbeiten, dass wir sozusagen irgendwie selbst vielleicht unsere eigene Erfahrung, die wir mitbringen, wo wir denken, ja, ich mache das ja auch nicht so richtig oder ich würde zum Beispiel auch manchmal bei meiner Arbeit nicht so richtig aufpassen. Und dann nehmen wir an, andere arbeiten ja auch so. Und dann nehmen wir an, natürlich muss da ja was falsch laufen, weil wir wissen, wie Menschen nicht arbeiten können. Ja, also aus der eigenen Unfähigkeit oder dem eigenen Ding, dass wir eben überlegen, dass wir wissen, wie wir arbeiten, folgern wir auf die und dementsprechend müssen die natürlich auch irgendwo Fehler machen. Und das ist auch vollkommen richtig, das kann ja auch sein, aber Fakt ist eben, Menschen, die irgendwie Impfungen herstellen oder eben mit Viren arbeiten, die arbeiten wahrscheinlich nochmal irgendwie in einem ganz anderen Maß als jemand jetzt irgendwie bei Starbucks oder beim Jobcenter und allgemein anders als Menschen, die überhaupt noch nicht mal wussten, was eine FFP2-Maske ist, bis die Pandemie kam. Right? Also, die haben dann ein anderes Bewusstsein und das fehlt uns vielleicht. Und vielleicht würden wir ganz anders drüber denken, würden wir uns damit einfach mehr beschäftigen, aber auch würden wir unsere Arbeit vielleicht ernster machen. Und ich glaube, wir schlussfolgern oft von uns selbst auf das, was wir mitbekommen. Ja, vielleicht lasst ihr mal unten in den Kommentaren, wie ihr das Ganze irgendwie seht, wie ihr einfach zu diese ganzen Reaktionen auf die Impfung steht. Und auch vielleicht würden wir ganz, ganz anders leben und in einer ganz anderen Welt und könnten damit anders umgehen, wenn dieses Bewusstsein für diese Sache einfach viel größer wäre. Wenn wir aber auch lernen könnten zu lernen selber, wenn wir selbst anstellen würden, uns mal irgendwie damit zu beschäftigen, zu recherchieren, was es mit Viren auf sich hat, zu verstehen, was es eben mit Impfstoffen auf sich hat. Und ich glaube, uns fehlt da einfach das Bewusstsein dafür. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde. Yo, here I go like I'm live at the funhouse with no shoelaces, telling you this is Run's house. Shell toe, Adi dies with the tongue out. Dope shit every time I come out. Ideas for raps never run out. Copious amounts break the scale like a blue whale if you weigh them by the ounce. Every great rhyme.